So, weiter geht's bei Grit und dem Ding hier. Ah, drei Runden rennen, okay. Naja, selbst wenn die nicht so lang sind momentan. Willkommen zum heutigen Event, das wohl recht gut werden sollte, Kristen. Was hat die Grid World Series heute zu bieten? Da wurde die Streckenbegrenzung überquert. Das könnte teuer werden. Lauf auf. Frage ist, müssen wir die jetzt alle einholen, oder was? Das wird dann lustig. Ne, müssen wir nicht, okay. Nur die schnellste Zeit fahren. Drei Runden haben wir Zeit? Dachte ich mir schon, so was ähnliches. Aber wir sind trotzdem so viele Autos wie möglich auf der Strecke zu holen. Gibt heute nur das hier. Dann sind wir schon die Woche wieder durch. So. So. Ich möchte das heimlich keinen Platz machen. Platz 1. So, dann haben wir jetzt hier uns. Ach du Arsch. Schön davor gesetzt. Okay, die Runde wird nicht gewertet, warum auch immer. Klar, ich bin ein bisschen weit rausgekommen, aber es war kein Abkürzen. Das heißt, wir müssen in der letzten Runde auf jeden Fall aufpassen, weil die Runde ist quasi uns gestrichen worden jetzt. Jetzt versuchen wir so viele Autos im Blick zu holen. Da ist schon der nächste. Das ist der momentan vierte hier vor uns. So, dann noch ein Auto und dann haben wir unseren Teamkollegen. Ah, danke. Ich weiß, dass ich scheiß Quersteher. Das heißt, wir müssen die letzte Zeit, die Runde raus. Das heißt, wir müssen hoffen, dass keiner unsere erste Zeit schlägt. Das ist keine lange Folge, wir haben auch wieder 6-7 Minuten nur. Kann ich euch leider nicht mehr bieten. Wenn sie streckt, wenn sie.
wenn die Rinder dann nicht mehr hergeben. Und davor ist unser Teamkollege. Der momentan noch P4 liegt. Wir können ja schon ohne Probleme durchkommen. Trotzdem reicht es für den Gesamtsieg. So. Jo. Das war jetzt nicht das Schwerste. Gut. Gut. Und damit geht's dann morgen am Montag wieder.